So, und herzlich willkommen zu meinem Test. Ruhe da draußen. So. Okidoki. Dann bestellen wir jetzt mal die ganzen Felder und beziehungsweise eigentlich ernten wir sie nur ab. Und wenn wir diese Siedeln alle abgeerntet haben, dann fangen wir an mit den Umräumarbeiten. Das kann heftig werden. Ach du Scheiße. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir dabei erhoffe. Kommen die Felder hier vorne, räume ich auch mal ab. Was? Ach so, weil wir noch welche haben, deswegen. Hatte gerade schon die Baumwolle vermisst. Ach ne, komm, ich pflanze erstmal neu. So. Malu? Geht doch. So, bitte einmal nach unten. Dankeschön. Was? Hä? Was ist denn hier los? Ist mir aber, glaube ich, schon früher aufgefallen, dass hier die mittleren immer irgendwie so ein bisschen... Was zum Geier? Okay. Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Ich bin gewillt, alles, was ich gesehen habe, zu vergessen. Ich meine, seltsam ist es schon. Keine Frage. Aber es gibt manche Dinge auf der Welt, die muss man nicht verstehen. Und ich denke einfach mal, dass das eines von diesen Dingern ist. Zumindest hoffe ich es. Ich meine, ich kenne das Phänomen von Mindtest, dass wenn oben Sachen sind, die da mal zwischenzeitlich geladen wurden, also wenn da oben jetzt Sektoren geladen wurden, dass diese quasi, obwohl da eigentlich nichts ist, trotzdem einen Schatten werfen und dass damit quasi hier so dunkel ist, dass hier nichts wächst. Aber erstens sehe ich hier keinen Schatten. Ne, kennt man ja ab und zu diese Lichtfehler, wo dann einfach irgendwo random irgendwelche Schatten sind, obwohl eigentlich gar nichts in der Luft ist. Aber wie gesagt, erstens ist hier kein Schatten. Und zweitens ein 3x3 großes Feld, das macht auch irgendwie keinen Sinn. Und die zweite Möglichkeit, dass das quasi einfach ein Sektor ist, der meistens außerhalb des Sichtfeldes ist und damit nicht geladen wird, weil Sachen wachsen ja nur dann, wenn die Sektoren aktiv sind, kann hier auch nicht sein, weil ja, es gibt keinen Sektor, der 3x3 groß ist. Also es gibt rein technisch gesehen keinen Grund, warum diese vier Pflanzen jetzt hier irgendwie, ich glaube mal eher, das ist ein Hexenwerk. Hexerei! Schon seltsam.
Echt verrückt. Na gut. Ich meine, gut, die Felder sind 6x6 groß. Wenn davon ein Feld nicht wachsen sollte, ist das auch keine Katastrophe. Ja. Hallo? Danke. So, dann haben wir die Felder hier schon mal neu erntet. Neu bepflanzt. Feldschweiß war das alles mal ins Lager. Eine Kuh! Was ist mit dir los? Oh, Therese. So. Einmal alles hier rein. Baumwolle, war das überhaupt hier drinne? Doch, genau hier unten. Alles gut. Und dann einmal starten. Sehr schön. So, dann kümmern wir uns mal jetzt hier um die Felder. Die ernten wir einfach komplett einmal ab. Vielleicht sollte ich mir mal vorher eine Liste schreiben, was wo war, damit wir später das ungefähr in der gleichen Reihenfolge wieder pflanzen können. Gut, oder ich gucke später einfach eine meiner Folgen an und mache dann anhand dessen eine Liste. Gut, dann gehen wir das Ganze einmal durch. Dann kann ich das schon nämlich später hier abbauen. Also da haben wir einmal... Achso, Gurken. Oh, schönes Gemüse. Das hätten wir Paprika. Chili. Was war das hier vorne? Ist das der Kaffee? Kann das sein, dass das der Kaffee ist? Okay. Ach ja, hier die Scheißdinger. Die nie wachsen. Alles ist gewachsen, außer die hier. Zum Teufel mit euch. Gut. Ja, wie gesagt, dann bauen wir einfach mal alles ab. Inventar ist leer. Wir haben also Platz. Wie sieht's aus mit den Backpacks? Die sind auch leer, sehr schön, außer hier hinten unser Proviant, aber das ist ja... So viel Platz brauchen wir hoffentlich nicht. Ja. Beziehungsweise, wir müssen auch gar nicht alles abbauen. Es reicht ja technisch gesehen aus, wenn wir, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, die vorderen vier Reihen... Nein. Die vorderen... Nein. Warte mal, nein. Was? Also... Die vorderen zwei Reihen müssen auf jeden Fall weg, weil ja alles um zwei Reihen nach hier, also nach links verschoben wird. So, das heißt, die vier Reihen könnten quasi frei, also so bleiben, wie sie sind. Aber hier in der Mitte sind ja diese Wasserfelder darunter. Und die müssten quasi verschoben werden. Das heißt, wir müssen daran, um da das Wasser hinzumachen, und wir müssen daran, um da das Wasser wegzunehmen. Allerdings kann das Wasser darunter ja eigentlich technisch gesehen sogar bleiben. Von daher müssten wir dann nur hier einmal ran, um hier neues Wasser zu machen. Easy. Einfach mal an. Und hier brauchen wir denn... Gott, ist das kompliziert. Ich mache einfach alles weg. Wie gesagt, die Reihe hier kann bleiben. Müssen quasi immer nur die äußeren zwei Reihen weg.
Dann wissen wir spätestens, was? Dann wissen wir wenigstens später wieder, was da immer hinkommt. Ist ja auch mal geil. So. Was? Achso. Oh mein Gott, ich verhungere. Ach, wisst ihr was? Eigentlich können wir hier direkt umfasst schnabulieren. Ja gut, das bringt jetzt nicht so viel Nahrung. Haben wir was Effektiveres? Ich gucke einfach mal im Lager nach, da müsste eigentlich irgendwas zum Futtern haben. Da kann ich die ganzen Sachen, die wir hier bereits drin haben, eigentlich schon gleich mal aussortieren. So ungefähr. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Äpfel haben wir 500. Ja, gut, ein paar. Durchaus ein paar Äpfel. Dankeschön. So. Doink. Hier waren wir, genau. Hallo? Jetzt geht es meinem Server auch schon schlecht, zu warm oder so. So. Karotten, yay! Früher als Kind habe ich übrigens Karottensaft gesuchtet. Ich weiß ja nicht, es gibt Leute, die verfluchen das Zeug. Auch wenn wir in meiner Klasse waren damals hoffenweise Leute, die Karottensaft verflucht haben. Aber ich fand eigentlich immer relativ lecker. Jetzt muss ich auch zugeben, ich habe schon ewig keins mehr getrunken. Was jetzt nicht daran liegt, dass es mir nicht schmeckt, sondern hat sich halt nicht mehr ergeben. Von daher. Aber wäre halt geil, wenn man auch hier so in Mindtests aus bestimmten Sachen sowas wie weiß nicht. Ich meine, es gibt ja hier offenweise Pflanzen, so Getreide und aber auch Gemüse und Obst und sowas. Wäre halt geil, wenn es so eine Mod gibt, womit man so Smoothie machen kann oder so ein Scheiß, ne? So voll die Veganer-Mod quasi. Am besten dennoch eine Mod, wo man Strafpunkte bekommt, wenn man irgendwelche Tiere verletzt. Du Mörder! Was nimmt der jetzt zur Hilfe? Da. Sobald sich auch bei den Tieren irgendwie die Geister spalten, es gibt ja zum einen die Fraktion, die sagt, okay, allgemein Tiere töten und verletzen ist tabu. Es gibt aber auch welche, wo ich durchaus mit dazugehöre, die sagen, Unnötiges ist tabu. Also jetzt support bei, okay, von irgendwas muss man leben. Und wenn man jetzt halt in der Wildnis ist und Hunger bekommt, sag ich jetzt mal, so für den Eigenbedarf, okay. Aber jetzt zum Beispiel die ganzen Leute, die einfach auf, ja, Spaß und Laune hier auf irgendwelche, weiß nicht, mit irgendwelchen Gewehren auf irgendwelche Tiere schießen, einfach weil sie Spaß dran haben, wo ich mir so denke, Junge, muss nicht sein, dann muss das nicht sein. Denke ich mal. Wenn du schon auf irgendwas schießen möchtest, dann warte auf die nächste Zombie-Apokalypse und dann hab Spaß.
Oh Gott, dieses Felder abernten dauert ja ewig, aber ich glaube, das ist uns schon ein paar Mal aufgefallen. Wir haben einfach zu große Felder. Davon könnten wir eine gesamte Kleinstadt versorgen. So, ist ja verrückt, ist das. So, jetzt fällt mir gerade ein, hinten für diese komischen Bärenstrauche, da brauchen wir irgendwie eine Schippe oder sowas, oder? Um die hier abzuernten. Normal mit der Hand kann man ja quasi die zwar ernten, aber nicht abbauen. Irgendwie so war das doch. Die war noch so ganz kurios. Probieren wir einfach mal. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen eine Schippe. Aber hey, wir sind quasi durch. Okay, die Felder sehen so tatsächlich relativ interessant aus. Na gut. Wir brauchen eine Schippe. Dann lagern wir die ganzen Sachen hier mal direkt ein und dann... Achso, halt, ihr bitte nicht. Du bitte auch nicht. Genau, alles andere ja. Eine Schippe brauchen wir. Sollten wir noch da haben. Achso, halt. Schippe ist der Werkzeug. Jawohl, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge geht's dann weiter. Bis dann.